Der gestrige Abend war für mich sehr stimulierend. Ich finde es immer spannend, mit Menschen zusammenzutreffen, die nicht das Gleiche machen wie ich, sondern in diesem Fall eben Informationen an die Öffentlichkeit zu vermitteln. Und für mich war das ein spannender Abend. Das Gesundheitsthema Eisen geht uns alle an. Wir müssen in der Gesellschaft, und zwar alle Beteiligten, für mehr Bewusstsein sorgen, dass ein ausgeglichener Eisenhaushalt Lebensqualität und Gesundheit bedeutet. Das Hauptproblem der Menschheit ist Blutarmut, Anämie, und das hat jeder vierte Mensch. Implementierung von Patient Blood Management in den klinischen Alltag, in die Krankenhäuser, ist ein absolutes Muss. Und es darf eigentlich keinem Patienten oder Patientin vorenthalten werden. Also es ist eine einfache, wirklich einfache Maßnahme, um den Patienten perfekt ins Rennen zu schicken. Der Austausch und der Dialog, in diesem Fall mit der Presse, aber auch mit Förderern der Gesundheit, ist absolut wichtig. Von daher ist es eine Riesenchance, dieses einem breiteren Kreis an Menschen, an Patienten, vielen anderen zugänglich zu machen. Also perfekt. Es ist mir ein großes Bedürfnis, die Aufmerksamkeit zu finden über die Bedeutung des Eisenmangels für unsere Volksgesundheit. Und im Dialog mit den Journalisten finde ich das ein sehr wichtiges Thema, um das tatsächlich in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube, wir brauchen regelmäßig diese Veranstaltungen. Einmal ist keinmal. Heute haben wir ein Feuer des Bewusstseins entzündet, sage ich einmal. Ja, das Thema ist wirklich auf den Tisch gekommen und Veranstaltungen dieses Typs tragen ganz wesentlich dazu bei, dass das Problem insgesamt gelöst werden kann.